Jöltschin, jetzt durchziehen. Dann schaffen Sie das. Das ist nur dein Kopf, der sagt, dass er nicht mehr will. Das ist nicht dein Körper. Mach die Musik raus. Auf die Atmung achten. Komm hier. Überleg mal, das ist dein Traum. Du willst den Traum schaffen. Also gib Gas. Weiter, 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 weiter. Komm. Komm, 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 komm. Überleg dir mal, nur weil dein Körper sagt, dir ist schlecht, schaffst du es nicht. Lauf. Nein. Komm. Was wollen wir heute von Ihnen? Wir wollen Ihre Merkfähigkeit, Ihre Kombinationsfähigkeit und für einige zum Leidwesen leider auch Ihre Rechtschreibkenntnisse überprüfen. Denn anders als in so manchen Fernsehserien sieht die Realität bei uns doch so ein bisschen anders aus. Ja, wo soll ich meine Handynummer jetzt eintragen? Das kommt gleich. Ach so, ganz cool bleiben. Ein Stellungstest für ein Studium bei der Polizei Niedersachsen. 30 Bewerber sind heute nach Hanmünden eingeladen. Ihr Ziel? Einmal Polizist werden. Die erste Prüfung ist ein Computertest, den nur die wenigsten schaffen. 2 Monate lang hat sich Zeynep Yalçın darauf vorbereitet. Glück, dass das alles klappt. Jetzt müssen die Bewerber Zahlenreihen lösen, sich Gesichter und Namen merken, die eigene Ausdrucksfähigkeit unter Beweis stellen. 4 Stunden dauert der Test. Und das ist nur die erste von 4 Bewerbungsstufen. Rund 6.000 junge Menschen haben sich dieses Jahr bei der Polizei in Niedersachsen beworben. Nur jeder Fünfte wird alle Prüfungen bestehen. Geschafft hat es Herr Ben, Herr, Frau Bokelo, Herr Anrath, Frau Jansen, Frau Kaiser, Herr Krützmann und Frau Yalçın. Zeynep hat als eine der Besten abgeschnitten. Sie ist eine Runde weiter. Für 15 andere Bewerber ist hier bereits Schluss. 50% haben es geschafft, demzufolge 50% dann natürlich nicht. Und es war wie öfter so zum Schluss im Bereich der Rechtschreibung. Da sind dann doch wieder viele rausgefallen, wobei da das Problem nicht nur die Rechtschreibung als solches ist, sondern dieser Test hat es ja auch in sich. Und 4 Stunden konzentriert arbeiten, dann lässt natürlich auch irgendwann mal die Konzentration nach. Jetzt durchziehen, dann schaffen Sie das. Das ist nur dein Kopf, der sagt, dass er nicht mehr will. Das ist nicht dein Körper. Mach die Musik raus. Auf die Atmung achten. Komm hier. Überleg mal, das ist dein Traum. Du willst den Traum schaffen. Also gib Gas. Weiter, 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 weiter. Komm. Komm, 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 komm. Überleg dir mal, nur weil dein Körper sagt, dir ist schlecht, schaffst du es nicht. Lauf. Nein. Komm. Was wollen wir heute von Ihnen? Wir wollen Ihre Merkfähigkeit, Ihre Kombinationsfähigkeit und für einige zum Leidwesen leider auch Ihre Rechtschreibkenntnisse überprüfen. Denn anders als in so manchen Fernsehserien sieht die Realität bei uns doch so ein bisschen anders aus. Ja, wo soll ich meine Handynummer jetzt eintragen? Das kommt gleich. Ach so, ganz cool bleiben. Ein Stellungstest für ein Studium bei der Polizei Niedersachsen. 30 Bewerber sind heute nach Hanmünden eingeladen. Ihr Ziel? Einmal Polizist werden. Die erste Prüfung ist ein Computertest, den nur die wenigsten schaffen. 2 Monate lang hat sich Zeynep Yalçın darauf vorbereitet. Glück, dass das alles klappt. Jetzt müssen die Bewerber Zahlenreihen lösen, sich Gesichter und Namen merken, die eigene Ausdrucksfähigkeit unter Beweis stellen. 4 Stunden dauert der Test. Und das ist nur die erste von 4 Bewerbungsstufen. Rund 6.000 junge Menschen haben sich dieses Jahr bei der Polizei in Niedersachsen beworben. Nur jeder Fünfte wird alle Prüfungen bestehen. Geschafft hat es Herr Ben, Herr, Frau Bokelo, Herr Anrath, Frau Jansen, Frau Kaiser, Herr Krützmann und Frau Yalçın. Zeynep hat als eine der Besten abgeschnitten. Sie ist eine Runde weiter. Für 15 andere Bewerber ist hier bereits Schluss. 50% haben es geschafft, demzufolge 50% dann natürlich nicht. Und es war wie öfter so zum Schluss im Bereich der Rechtschreibung. Da sind dann doch wieder viele rausgefallen, wobei da das Problem nicht nur die Rechtschreibung als solches ist, sondern dieser Test hat es ja auch in sich. Und 4 Stunden konzentriert arbeiten, dann lässt natürlich auch irgendwann mal die Konzentration nach. Das testen wir natürlich auch bei diesem Test, ne? Das wird damit überprüft. 10 Minuten später. Es geht weiter zum Sporttest. Auch Gabriel Ben ist eine Runde weiter. Warum ich Polizist werden will? Den Traum verfolge ich schon seit ungefähr 7 Jahren. Mein bester Freund ist das geworden. Der hat mich so motiviert, dass es einfach mein Traumberuf mittlerweile geworden ist. Ja. Und bin froh, dass ich es geschafft habe.
Im zweiten Test müssen die Männer 5000 Meter in weniger als 28 Minuten laufen. Die Frauen müssen unter 33 Minuten bleiben. Hast du 5000 Meter schon mal geschafft? Ja, einmal. Aber mal gucken, wie das heute wird. Wie wichtig ist das jetzt für dich, dass du es schaffst? Schon wichtig, ne? Ist ja die Zukunft für einen. Dann wärmen Sie sich jetzt bitte auf und wenn Sie soweit sind, kommen Sie bitte nochmal zu mir zum Startbereich. Laufrichtung wäre so herum, um die Hallen, den Pylonen entlang, die Pylone links stehen lassen, rechts um die Pylone, drum herum. Gegenseitiges Motivieren. Genau. Ich glaube, das ist alles. Also volle Power. Auf die Plätze, fertig, los! 14 Runden müssen Zeynep und die übrigen Bewerber jetzt laufen. Wer das nicht in der vorgegebenen Zeit schafft, fliegt aus dem Bewerbungsverfahren raus. Ben, 5 Sekunden Vorwaffe mit Bonus. Nicht langsamer werden. Schön weiterlaufen, Frau Yalcin. Schön dranbleiben. 10 Sekunden über der Zeit. Es war doch nicht umsonst heute. Laufen Sie weiter. Schön kämpfen. Sonst wird das nicht. Gabriel erreicht das Ziel nach nur 22 Minuten. Dabei hätte er noch 6 Minuten Zeit gehabt. Hallo. 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 Na? Hey, super. Oh, schön, das freut mich richtig. Ich freue mich für dich. Dankeschön. Und viel Glückwunsch. Warst du aufgeregt, war was? Ja, ich war richtig aufgeregt. Ja, das Zeynep arbeitet als Sachbearbeiterin im Sozialamt Stade. Noch. Denn für ihren Traumberuf würde sie ihre Festanstellung jederzeit kündigen. Doch 2 weitere Tests liegen noch vor ihr. Du hast ja schon mal dein Ziel gesetzt und jetzt ist alles gut. Aber wenn das Studium zu Ende sein sollte, dann versteht er das alles. Dann kann er sagen, meine Tante ist Polizistin. Du musst nur noch bei der Arbeit das Bescheid sagen. Ja. Ne? Ja. Dann gucken wir. Das schmeckt gut, ne? Das ist schön. Saskia hat das geschafft, wovon Zeynep noch träumt. Die 21-Jährige ist im 2. Studienjahr an der Polizeiakademie. Gerade macht sie in Oldenburg ihr erstes Einsatzpraktikum. Top-Moment. 13 Uhr, Dienstbeginn der Spätschicht. Machst du mir einen Milchkaffee mit? Gemeinsam mit Anleiter Ingo Fischer wird Saskia gleich auf Streife gehen. Bin ich mal gespannt, was der Tag heute bringt. Im Frühdienst hatten die ein bisschen was. Ja, kann ja nur aufregender werden. Am liebsten mag ich eigentlich dann so Einsätze, wo man dann den Leuten wirklich helfen kann. Also wie zum Beispiel einer hilflosen Person oder älteren Leuten, die dann verwirrt sind gerade und nicht wissen, wohin mit sich. Also wenn die Leute wirklich dankbar sind. Und das sind sehr dankbare Einsätze, weil man denen dann das auch anmerkt, dass sie dann da glücklich drüber sind, dass die Polizei helfen kann. hört. Ein Einsatz am Friedlicher See. Da soll ein Pärchen irgendwie einen Grill oder ein Feuer entzündet haben mit Sträuchern und Geäst. Dann soll sehr stark fallen. Ja, wir schauen uns das mal an. Saskias erste Bewährungsprobe. Jetzt muss sie zeigen, was sie an der Polizeiakademie gelernt hat. Ja, ich kann ja schon mal Personal in uns herstellen. Moin, Polizei Oldenburg. Ist was passiert? Was ist los hier? Ja, das klären wir noch, ob hier was passiert ist. Uns wurde gesagt, dass Sie hier gerade grillen. Ja. Hier am See und Ich bin seit 50 Jahren in diesem See. Die haben also ein Loch gemacht und seid dabei bestimmt. Seit 40 Jahren bin ich hier in Oldenburg. Ist hier unsere Wasser, unsere alle Sache ist da. Und meine Kohle ist da. Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem gerne mal Personalausweis von Ihnen, wenn Sie den dabei haben. Personalausweis habe ich, meine Führerschein habe ich, meine alles dabei, ja. Seit wann grillen Sie denn hier? Eine halbe Stunde bestimmt. Halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde, ja. Gut. Ja, ich warte eben.
Ich schaue erst mal, was der Kollege jetzt dazu sagt. Entschuldigung. Komm, essen Sie mal ein Stück. Nee, danke, ich habe schon gegessen. Aber... Alles gut. Nee, danke, ich habe keinen Hunger. Hören Sie mir bitte einmal zu. Ja. Sollte hier jetzt der Fall sein, dass hier eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, sage ich Ihnen schon mal, ich möchte Sie dann belehren, schon mal vorab, falls sich das jetzt nochmal bestätigt, dass Sie hierzu nichts sagen müssen, bekommen Sie Post von der Stadt. Ja, aber wir werden jetzt erstmal gucken, was mein Kollege dazu sagt. Ja. Moin, moin. Hallo. Hallo. Fischer, hallo. Ja. Also das Grillen ist nicht erlaubt, weil das Landschaftsschutzgebiet hier... Jetzt? So. Seit dieses Jahr, oder? Nee. Schon immer. Ja, das Problem war nur, als sie das Feuer angemacht haben. Das hat so stark gequalmt, das hat von der anderen Seite nach einem großen Feuer ausgesehen. Ein bisschen Papier haben wir unter Kohle angestellt. Aber wenn dann erstmal alles gerufen wird, wenn dann erstmal Feuerwehr gerufen wird, weil das irgendwie aussieht, als wäre hier irgendwie ein Feuer oder sowas, ja, dann... Dann haben sie Pech gehabt, sag ich mal. Ja, das stimmt. Aber es wäre jetzt schade um das Fleisch, das ist ja schon fast fertig, das machen sie da jetzt fertig und dann sehen sie zu, dass sie es beenden. Tschüss, vielen Dank. Erstes Praktikum hier. 25 Jahre Berufserfahrung da. Es kommt keiner als Polizist zur Welt und das muss man alles erst lernen. Und es gehört das Auftreten auch irgendwie mit dazu. Und man muss ja nicht immer den Polizisten so raushängen lassen. Ingo wirkt wahrscheinlich auch autoritärer mit der Größe, mit der Erscheinung. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mich ja auch selber noch nie im Einsatz gesehen. Er ist aber halt der Erfahrenere und ja, an ihn halte ich mich dann ja auch. Ich weiß ja auch längst noch nicht alles. Zu Hause bei Gabriels Eltern im Emsland. Ja, siehst du, was du gefunden hast. Ja. Morgen steht der persönliche Eignungstest an. Das ist ein Pixelfeld. Also ich glaube, Gabriel wird ein richtig guter Polizist. Gabriel ist ja schlau. Zwar nicht der Schlauste, aber es gibt immer schlauere Leute, aber Gabriel ist auf jeden Fall mit dem Herzen dabei. Gabriels Eltern sind gebürtige Polen und kamen vor über 30 Jahren hierher. Gabriel und seine 5 Geschwister sind in Deutschland geboren. Dennoch wurde er als Kind oft als der Pole beschimpft. Wir hatten das nicht immer leicht. Man kann so nett sein und so gut sein zu Menschen, es gibt immer Vorurteile. Wenn es zum Beispiel eine Situation gibt, die ich dann miterlebe sogar, wo dann so ein rassistisches Verhalten, sage ich mal, zutage gelegt wird, ja, dann werde ich dann natürlich konsequent dagegen angehen. Und dann werde ich auch erstmal, sollten da irgendwelche kleinen Kinder, ein kleines Kind dann, ich sag mal, vorurteilsmäßig mobben oder so, ja, dann würde ich direkt schon dagegen sprechen und die kleinen Kinder erstmal aufklären, dass das so nicht geht. Guck mal, hier zieh ich hin. Das ist die Schule in Oldenburg. Dann sind die. Man macht sogar Trainings gegen Amokläufe in der Schule. Dann wird das simuliert, ne? Ja. Und das ist halt so eine Übungssituation, ne? Und dann wollen die das wird auch geprüft. Das ist, glaube ich, sogar eine Abschlussprüfung oder so, wie man sich dann in so einer Situation verhält. Oh nee, das sollst du nicht machen. Ja, muss ich ja machen. Oh, nicht, dass du dann irgendwie erschossen wirst oder so. Ach, Quatsch, ich pass schon auf mich auf. Der nächste Morgen. Gleich muss Gabriel die Prüfungskommission in Osnabrück davon überzeugen, dass er der Richtige ist. Ich war vor 6 Jahren schon mal hier. Ich habe den Computertest vor 6 Jahren schon mal geschafft und saß genau vor dieser Kommission. Ja, ungefähr weiß ich noch, welche Fragen drankommen, aber das ist 6 Jahre hin. Ich glaube, da war ich noch ziemlich jung und am Ende haben die dann gesagt, dass ich nicht so reif wirke und dass ich es vielleicht noch ein andermal versuchen sollte. Ja, jetzt bin ich wieder hier, 6 Jahre lang. Habe ich nur ein Ziel verfolgt und alles oder nichts. Hi. Hallo. Guten Tag, kommen Sie bitte mit. Zur gleichen Zeit in der Polizeidirektion Lüneburg. Auch Zeynep bereitet sich auf ihr Interview vor. Gleich muss sie Fragen beantworten, die auf psychische Eignung und gutes Sozialverhalten schließen lassen. Und davor hat man ja schon Angst. Also wenn ich das nicht beantworten kann, nachher sitzt man da einfach nur blöd und kann nicht antworten. Das wäre ja auch nicht so schön. Aber ich versuche so spontan wie möglich zu sein und ehrlich. Wenn man aufgeregt ist, dann spürt man richtig das Blut durch die Adern schießen. Also in den Fingern und in den Armen.
Das ist echt heftig. So, das ist Ihr Platz. Dankeschön. Ihr Platz, die Jacke. Sie müssten auf dem heißen stehen. Dankeschön. Dann dürfen Sie jetzt starten und sagen, wer Sie sind. Ja, mein Name ist Gabriel Ben. Ich bin 24 Jahre alt, aus dem Emsland. Komme aus einer Großfamilie. Meine Mutter ist gelernte Konditorin, mein Papa ist Schlosser. Meine Hobbys, also meine Freizeit, natürlich, ich spiele Fußball. Ich habe jetzt dann, als ich das letzte Mal hier saß, habe ich dann danach weiter nur 2 Jahre die Schulbank gedrückt und habe gedacht, dass ich muss noch was anderes machen, damit ich hier wieder angreifen kann. Herzlichen Dank. Für den Rest des Gesprächs muss die Kamera den Raum verlassen. Wasser? Okay. Sie kann auch was trinken. Auch Zeynep muss sich jetzt beweisen. Dankeschön. Hallo. Herzlich willkommen. Schon der erste Eindruck zählt. Ich will mal begrüßen. Zeynep Yalçın. Zeynep Yalçın. Zeynep Yalçın. Hallo. Zeynep Yalçın. Zeynep hat jetzt 45 Minuten Zeit, um die Kommission von sich zu überzeugen. Saskia und Ingo wurden zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der zweite Einsatz an diesem Tag. Sie wollen mich nicht verstehen, sagen, die reden nur Türkisch. Haben mir Ausweispapiere gegeben, wo 1000 Daten drauf standen. Und das war die Uhr, die eingestellt. Was haben Sie gesehen? Ja, ja, genau. Ich bin die Rolltreppe runtergefahren. Ich bin ja von Schlosshöfe vom Sicherheitsdienst. Mhm. Und dann habe ich das oben gesehen. Und dann wollte er mit der Mutter rausgehen. Mhm. Und dann habe ich sie angesprochen. Ja. Wo hat er sich das dann hingesteckt, die Uhr? Ja, hier in die Seitentaschen von seiner Jacke. Mhm. Nee, komm. Ich gucke meine Mama, gucke und dann kommen Kasse und dann Geld. Mhm. Mhm. Ja. Your name? Last name? Türkei, Türkei. Ja, also wie gesagt, für die Kinder, ne, ja, haben es ja ungefähr verstanden, worum es geht. Ne, der Junge gibt ja so zu verstehen, dass er der Mutter nur die Uhr zeigen wollte, damit die dann kauft. Könnt ihr gehen? Ja, raus. Ja, geht, raus. Danke. Ja, ist halt nicht schön, ne? Mutter mit 2 Kindern, aber ja, was heißt Mitleid? Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie wirklich die Situation war. Die haben ihre Angaben dazu gemacht. Ja, wer was einsteckt oder auch nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das jetzt hier vor Ort war. Ja, aber ist halt nicht schön. So mit Kindern so ein Einsatz ist grundsätzlich nicht so schön. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie das war, ob sie vielleicht gesagt hat, hier steck mal ein oder so. Der Einsatz ist aber noch nicht vorbei. Leg ich eben den Diebstahl an? Hier das normale Deliktdiebstahl ohne erschwerende Umstände von sonstigen Sachen oder zählt ja auch noch als geringwertige Sache. Ne? Ja, 10 Euro. Rund 2 Drittel ihrer Arbeitszeit sitzt Saskia am Schreibtisch. Man ist auch viel Sachbearbeiter, sag ich mal. Hm. Gehört dazu. Also wer bei der Polizei ist, muss aber auch schon irgendwie, also man muss sich darauf einstellen, dass man wirklich viel schreiben muss. Ich habe das selber am Anfang auch ziemlich unterschätzt. Aber da legt man schon viel an so einen PC tatsächlich und kann sich zur Sache nicht äußern. Und kann zur Sache nicht befragt werden. Frau Yalçın? Ja. Was sagt die Selbsteinschätzung? Gutes Gefühl? Gut, schlecht, gut. So ist es abgelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Echt? Wenn es nach uns geht, werden Sie Polizeibeamtin. Oh, vielen Dank. Schön. Vielen Dank. Glückwunsch. Vielen Dank. Klasse, das ist ja eine tolle Nachricht. Ich nehme das mit dem Herzrasen vor dem Gespräch zurück. Jetzt ist es schlimmer. Das ist die Freude. Schön. Gabriel hat noch kein Ergebnis. Ja, ich weiß nicht, also die haben mich gerade schon nach meinem Plan B gefragt, ne? Der ist voll auf total wieder scheiße. Also wenn die schon nach einem Plan B fragen, ich habe gesagt, ich hab natürlich einen Plan B, aber habe ich gesagt, das ist ein ungewollter Plan B, da habe ich mich nochmal mit gerettet. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, was die da reden und ja, ist so genauso der Moment, den ich vor 6 Jahren auch schon mal hatte. Ja.
Sie haben hier sehr gut bestanden. Echt? Ja, das ist so. Das ist eine Direktzulage, vorbehaltlich dessen, dass Sie auch beim Arzt gut bestehen, wovon ich jetzt aber mal ausgehe. Ja, willkommen bei der Polizei Niedersachsen. Dankeschön. Ich glaube es nicht. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Hat es super gemacht. Dankeschön. Sehr gut an. Wir würden dann jetzt noch mit dir einen medizinischen Untersuchungstermin noch machen. Mhm. Ich würde einfach bitten, nachher noch mit zu mir ins Büro zu kommen. Gerne. Ja. Zwei Tage später. Die letzte Hürde im Auswahlverfahren. Der Polizeiarzt muss bescheinigen, dass Zeynep und Gabriel diensttauglich sind. Auch eine Mindestkörpergröße ist vorgeschrieben. Man wird ja auch gemessen und gewogen. Und ich glaube, ich bin da sehr hart an der Grenze. Aber 1,63 Meter muss man sein. Ich habe auch 1,63 Meter angegeben. Aber es könnte auch sein, dass ich vielleicht einen halben Zentimeter zu klein bin. Legen Sie sich einmal auf die Liege, bitte. Ja. Probieren Sie den Blut abnehmen. Nee, keine. Ganz entspannt hinlegen. Ja. Gabriel muss zuerst Blut abgeben. Diabetes wäre ein Ausschlussgrund. Genau wie Asthma oder Schwerhörigkeit. Bei der polizeiärztlichen Untersuchung fallen nochmal 20% der Bewerber durch. Erste Auffälligkeiten gibt es bei Zeynep's Belastungs-EKG. Was machen Sie denn an Sport, Frau Jatzin? Fitness. Ja. Für mich selbst. Und wie oft? Schon zweimal die Woche zwei nach Arbeit. Mhm. Okay. Ihr Puls war zu schnell auf 180. Ein Hinweis auf mangelnde Fitness, die jetzt auch bei Gabriel überprüft wird. 124 zu 86, wie im Bilderbuch. Prima. Sehr schön. Fehlt nur noch das Messen. Zeynep muss auf eine Mindestgröße von 1,63 Meter kommen. 162 cm. Sie ist zu klein, 1 cm. Und das ist dann Sache der Polizeiakademie, ob sie trotzdem eingestellt wird. Dankeschön. Ob die Polizeiakademie für Zeynep eine solche Ausnahme macht, wird sie erst in einer Woche erfahren. Jeder Polizeianwärter verpflichtet sich zum Schichtdienst. Auch Saskia muss in ihrem Einsatzpraktikum Nachtschichten übernehmen. Das heißt Dienst von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 22.38 Uhr. Der erste Einsatz an diesem Abend. Eine Ruhestörung. Ja, die haben angerufen. Genau, weil es geht einfach nicht. Meine Kinder brauchen ihren Schlaf. Wenn da drauf. Sie. Seit wann geht das? Das ist schon, ich liege da schon seit 8:30 mit den Kindern im Bett. Das ist nur also über seit 8:30, vorher sogar schon. Ich meine, ich habe ja nichts damit, ne? Kein Problem damit. Aber ich habe ein kleines Kind, der muss in den Kindergarten, der große muss in die Schule. Ich habe gerade mit der gesprochen, da pöbelt die mich an mit Fotze. Dann habe ich gesagt, du Hure, was willst du denn? Ich meine, dass ihr so nicht regelmäßig hinkommt, das interessiert mich nicht. Aber wir sprechen da mal vor, ne? Ja, wir kommen dann gleich nochmal auf. Moin, Polizei. Ja. Wir haben einen Anruf bekommen, dass die Musik hier etwas laut sein soll. Das ist euer Ernst oder was? Ja, das. Die Tür direkt wieder zu. Ja, das ist in Ordnung, ja. Aber. Hauptsache, die Musik ist aus. Warum aus? Oder so leise, dass die Nachbarn nicht gestört werden. Wer wohnt denn hier? Ich. Haben Sie mal einen Ausweis da? Natürlich. Wir belassen das jetzt bei der Ermahnung, dass wir sie zur Ruhe ermahnt haben. Wenn wir noch mal wiederkommen müssen, müssen wir eine Anzeige schreiben, dann kostet die Musik 100 Euro. Warte, von mir aus zahle ich auch nicht mehr Spaß. Nee, ich glaube, so viel ist Ihnen das nicht wert. Nee, eigentlich nicht. Nee. In der Werkstatt von Zeynep's Vater. So, da hat es ein Öl verloren. So. Geht's wieder ran? Jetzt kann ich dran. Heute soll eigentlich der Anruf von der Polizeiakademie kommen. Alle können es nicht werden, denke ich mir mal. Mein Sohn wollte es auch, aber hat nicht geklappt. Jetzt ist er bei Airbus und sie wollte es. Und dann, ich freue mich, wenn es klappen sollte. Ich würde mich riesig freuen. Ich frage mich auch immer noch, warum das Handy nicht klingelt. Ob ich irgendwie den Anruf verpasst habe. Ja, ich denke aber, es wird nicht mehr so lange dauern. Oh.
das ist eine Handynummer. Ja, halt schon. Ach, wirklich? Okay. Und? Ihr habt die Zusage. Ah, ja. Sehr gut. Gut, ich. Ich bin nicht zu klein. Du bist nicht zu klein? Nein. Das hat sie sogar noch extra gesagt. Ich hab eine Ausnahmegenehmigung gekriegt. Aha. Ja, weil alles andere einfach gut war. Ich bin auch diensttauglich, hat sie gesagt. Ja. Ich freue mich gerade so, weil das war ja wirklich der Grund, warum es hätte nicht klappen können. Oh, das war jetzt die Zusage. In einem Monat geht das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen los. Ein Uhr nachts. Ingo und Saskia sind immer noch auf Streife in der Oldenburger City. Sie entdecken einen torkelnden Mann am Straßenrand. Ob der irgendwie behindert ist, oder? Der hatte so Kopfhörer auf, so. Der ist das. Vielleicht zappelt der ja, irgendwo. Hallo. Alles ist in Ordnung. Hallo. Und wir brauchen hier mal ein RTW. Wir sind von der Polizei. Ich weiß. Ja, wir wollen dir eigentlich nur helfen. Wir sind da. Alles wird gut. Der 18-Jährige hat Liebeskummer und ihn in Alkohol ertränkt. Hast du noch was anderes genommen, außer nur Alkohol getrunken oder noch irgendwas genommen? Ein Fall für die Rettungssanitäter. Der Mann muss sofort ins Krankenhaus. Ja, was hat er getrunken vom Geruch her? Oh, Ingo. Nee, Angst hatte ich nicht, aber ich habe damit jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also ich war überrascht in dem Moment, dass der wirklich auf einmal so rumschreit. Ja, ist halt kein schöner Einsatz, sage ich mal. Aber mir geht's gut, dass es ihm jetzt wieder besser gehen kann. Also das war ja kein schöner Zustand, den er dann jetzt gerade an den Tag gelegt hat. Also ich freue mich, wenn wir ihm jetzt helfen konnten, wirklich. Der Polizist als Freund und Helfer. Das ist Saskias Wunschvorstellung. Am Anfang denkt man vielleicht nur, man könnte da irgendwie was bewirken, aber das ist natürlich nicht so. Also in keinem Bereich. Aber die Welt ist, wie sie ist. Da soll man auch nichts dran ändern. Mit dem Vorsatz, die Welt zu verändern oder so, bin ich auch nie zur Polizei gegangen. Weil du kannst es einfach nicht. Aber für Saskia zählen im Moment auch die kleinen Erfolge. Wir haben wirklich die Besten der Besten für den Studienbeginn zum 1.4. in Oldenburg ausgesucht. Zeynep und Gabriel haben es tatsächlich geschafft. Zusammen mit 273 anderen Bewerbern werden sie in den nächsten 3 Jahren zu Polizisten ausgebildet. Ernenne ich Frau Zeynep Yalcin unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Polizeikommissaranwärterin. Nienburg, 3.4.2017, Polizeiakademie Niedersachsen, Dieter Buskohl, Direktor der Polizeiakademie. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für Sie. Das ist die Urkunde. Im Namen des Landes Niedersachsen ernenne ich Herrn Gabriel Benn zum Polizeikommissaranwärter. Dankeschön. Alles Gute. Also ja, wer träumt da nicht von, wenn man Polizist werden will und dann denkt man ja immer an die Uniform. Und für mich ist das gerade der Augenblick, wo ich halt meine Uniform kriege und sie jetzt zum ersten Mal sehe. Das ist die Sommerjacke. Ja, die sitzt wie angegossen, oder? Kann gar nicht glauben, wenn ich mich selber hier im Spiegel angucke. Total cool. Wir sind den ganzen Weg gegangen, jetzt haben wir die Uniform an. Schon cool, ne? Dreh dich mal. Es fühlt sich definitiv anders an. Man fühlt sich so ein bisschen stärker. Ja. Ist doch so. Also ich bin noch ich, ne? Ich bin noch Gabriel. Aber ich denke, wenn die Bürger einsehen, die sehen dann nicht mehr mich, die sehen dann die Polizei. Charakter macht ja nicht das Äußerliche aus, sondern das Innere. Und solange man von innen bleibt, wie man ist, dann ändert die Uniform auch nicht viel.